Dann hatten wir hier jetzt Quarz, ne? Genau. Titan. Titan, Titan, sprach der Hahn. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch eine... Genau, hier war Essenskiste. Dann können wir hier... Guck mal, hier passt das. Weil wahrscheinlich da auch noch kein anderer Spind auf der rechten Seite ist. Oder linken Seite, je nachdem. Also hier jetzt. Da ist ja der Spind schon so. Dann könnte man hier die Technikkiste vielleicht machen. Neben der Essenskiste. Wir brauchen noch zweimal Titan. Ist ja nicht so, dass wir noch genug Titan haben, ne? Ich frage halt nur... Die Frage ist halt wirklich nur... behandelt es dies als dein Zuhause? Aber vergiss niemals... Dass er das nicht ist. Ja, Entschuldigung. Darf doch wohl noch Träume haben. Mit 17 hat man noch Träume. So. Juhu. Da packen wir mal Gold rein. Gold und vielleicht diese Sonderbaren. Würde ich jetzt mal machen. Salzablagung, Quarz haben wir da auch nochmal. Glas, Magnerit, Magnerit würde ich jetzt erstmal da reinpacken. Wir brauchen auf jeden Fall Kupfererz. Das reicht jetzt erstmal. Ich würde tatsächlich jetzt erstmal Kupfererz versuchen zu farmen. Nein, Quarz war hier. Um die Schilder zu machen. Was haben wir denn hier noch? Den Technik-Container können wir, glaube ich, leeren jetzt. Und wir wollten ja noch die, wir wollten ja tatsächlich auch die Ladestation bauen, ne? Die können wir theoretischerweise auch hier hinpacken. Oder mache ich den Technik hier hin? Oder da. Und daneben die Ladestation. Ich glaube, ich mache das so. Das spinnt nicht leer. Entschuldigung. Achso. Muss mal eben hier wegpacken, warte mal. Nein, ach, jetzt habe ich die. Jetzt habe ich das Ding weggepackt. Ich bin so schlau. So, dann würde ich hier. Die Technikkiste. Und daneben würde ich dann halt, quasi... Nein, das kommt auch noch da rein. Daneben quasi die Ladestation. So, den Laserschneider lasse ich, glaube ich, auch mal hier. Die Waffe, Reparaturwerkzeug können wir mal mitnehmen. Das bleibt hier, das bleibt hier. Das geht wieder auf die... Machen wir das mal auf die 2. Das machen wir wieder auf die 4. Scanner machen wir auf die 5. Genau, die lassen wir ruhig mal drin im Inventar. So. Der war noch nicht leer, ne? Können wir die nämlich mal eben rüberpacken. Den Spind. Den einfach mal hier hinsetzen. Genau so. Zack. So. Okay, genau. Hier kommt dann Essen rein. Zumindest erstmal, weil wir können ja gar nicht Essen so richtig vorbereiten, muss man ja auch sagen, ne? Weil es eher verdirbt. Ich hoffe, wir finden irgendwann einen Kühlschrank oder so. Gut, dann würde ich mich jetzt erstmal auf Reise begeben. Das packe ich erstmal hier rein, diese gemischten Dinger. Und ein bisschen farmen. Dann kann ich ja eigentlich... Warte mal, wenn ich farmen gehe... Kann ich ja theoretischerweise ein paar Sachen zu Hause lassen, ne? Wie das hier, den Scanner, das und das. Die Sachen kann ich ja auch erstmal hier lassen. Weil die brauche ich ja nicht. Titan, Titan, Titan. Glas, Salzablagerung, Kupfererz. Kupfererz hatten wir schon? Nee, ne? Dann packe ich das auch erstmal hier rein. Sachen. So. Das zum Abwehren. Den Düsenjet brauchen wir nicht, weil wir mit der Dings fahren. Wir fahren mit der Seemotte, die da ist. Das ist schon irgendwie ganz geil, dass man hier so rausgucken kann. Das feiere ich irgendwie. Das ist schon irgendwie cool. So, sonst irgendwas? Das sind wichtige Sachen. Das kann auch im Technikraum rein. Also bei der Technikkiste. Kreaturenei weiß ich noch nicht. Bei organisch vielleicht rein eher.
haben wir ja hier schon. Kann das nämlich auch schon hier eigentlich weg. Mann, ich wollte doch losgehen eigentlich. Entschuldigung. So. Oben in unserem, oh. Hallo? Kommst du her? So, warte mal. Die Seemotte. Hier müsste doch bestimmt wieder ein Medipack sein, ne? Oder? Ja, natürlich. Dann haben wir das auch. Die Seemotte ist auf der anderen Seite. Da. Welcome aboard, Captain. Hello. So, dann sammeln wir mal ein bisschen Ressourcen. Alles, was wir kriegen können, immer mit. Ich mal hier so zu der Klippe hier begeben. Da sehe ich schon ein Steinchen. Ich hier mal aussteigen. Das sieht doch gut aus. Titan und Kupfererz. So ein Herzschmerz. So ein Herzschmerz. Das sind Salzablagerungen, nehme ich auch mit. Für irgendwas wird es ja gut sein. Ansonsten war es das hier schon. Ich bin enttäuscht. Ich bin mega enttäuscht. Hier ist nichts. Doch, da ist noch was. Und hier? Natürlich Titan. Natürlich. Oh, halt, stopp. Kupfererz. Das war, glaube ich, Silbererz, ne? Salzablagerung. Juhu, Salzablagerung. Juhu. Was hat er denn? So, Titan finden wir hier in Hülle und Fülle. So. Da ist auch noch was. Da haben wir ja ein bisschen gebaut. Guck mal. Letzte Folge oder so. Letzte Folge haben wir schön gebaut. Jetzt sind wir ein bisschen am Farmen. Läuft, würde ich sagen. Wir sind auf einem guten Weg. Oh, ich sollte vielleicht zur Seemotte, wenn ich das noch schaffe. Das könnte knapp werden. Ich gebe mein Bestes. Ja. Puh. Voll geil, das Teil. Feier ich ein bisschen, muss ich sagen. Gold. Was? Hä, was will der? Hau ab von meinem Schiff. Oder von meinem Bötchen. Denn jedes Bötchen gibt ein Tönchen. So, Salzablagerung lasse ich jetzt mal. Das finden wir wirklich en masse. Was ist das denn da unten? Also ich meine, der, klar. Kann man den töten? Der soll abhauen. Der stinkt nach Maggi. So. La, la. Aber wie ich schon in der letzten Folge da irgendwie sagte, oder in der vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr, wie krass das sein muss halt, was unter Wasser wohl noch alles so existiert, ne? Muss man sagen. Mobile Fahrzeugstation haben wir schon. In den Tiefen des Meers, weil die Menschheit einfach da nicht hinkommen wird. Weil es halt einfach so unglaublich tief ist. Was halt schon sehr, sehr... Was halt schon sehr, sehr krass ist, ne? Nee, das, so viel will ich gar nicht mitnehmen.
Ein vielleicht. Eine würde ich vielleicht mitnehmen. Was da wohl für Kreaturen wohl unten sind. Die halt noch gar nicht erforscht sind und alles. Oh, eine Kiste. Oh, ein Medipack. Das nehme ich mit. 30 Sekunden, dann düse ich mal zurück. Ja. Beruhig dich mal. So. Ist alles so sandig, ne? Au. Ich glaube, ich muss mein Dings gleich reparieren. Mein Schiffchen, sonst ist es gleich zerstört und ich habe kein Reparaturkit dabei. So wie bei Vulkanoids. Ne, ich meine hier Reparaturwerkzeug. Ich sollte vielleicht mal zurückfahren. Schwimmen. Oder, ja, nennt man das Schwimmen? Düsen? Ich düse mal zurück. Denn es qualmt schon. Wir haben ja so ein Reparaturding. So, warte. Welcome aboard, Captain. Hallo, ich grüße dich. So, haben wir denn hier? Da, Reparaturwerkzeug. Habe ich das jetzt... Ja, das hätte ich... Ne, warte mal, was habe ich denn jetzt weggelegt? Scanner war auf 5. Den machen wir auf 4. Ne, Moment, hä? Machen wir den auf 4. So. War mir jetzt gar nicht sicher, was da... ja, hab da nachsehen. Ich bin ein bisschen müde. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Phase war. So, dann reparieren wir mal. Nachdem ich ausgestiegen bin wieder. Wie repariere ich? Nein! Oh. Durch das Wabern der Strömung geht es immer rauf, runter. Rauf, runter. Guck mal, rauf, runter, rauf, runter. Nein! Was ist denn das? Ich will doch nicht ewig einsteigen hier. Ich will das doch nur reparieren. Ey, sag mal. Ich kann es nicht reparieren. Es geht nicht. Oh, jetzt. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich muss rechts drücken. Entschuldigung. Fertig? Ja, ich glaube schon. Ja, 100% 76 Energie. Natürlich. Dann kannst du jetzt weitergehen. Endlich. Meine Güte. Ich habe immer die falsche Taste gedrückt. Ich habe immer gedacht, linke Maustaste. Aber dabei ist es gar nicht linke Maustaste. Es wäre rechte gewesen. Oder es ist rechte. Die Rechte. So, schauen wir doch mal, ob wir noch vielleicht auch noch mal ein bisschen Diamond finden. Diamonds are forever. Schubidubidu. So, hier bei den Wrackteilen waren wir schon mal gewesen. Ich entsinne mich. Nicht schön, wie das so aufplöppt, ne? Kann man das einstellen? Ich guck mal eben. Ich war schon lange nicht mehr in der Einstellung. Warte mal, Geschwindigkeit, Grafik. Wasserqualität, lalalala, Kantenglättung, Bewegungsunschärfe aus, Umgebungsverdeckung, Mittel, hoch, so, Zittern, ja, okay, erweitert, allgemein, ja, Sichtfeld, das ist ein bisschen größer machen, wir machen es mal so, ja, so 80 ist, glaube ich, ganz cool, Bildschirm 1, ich bin jetzt gar nicht sicher, wo wir, ich glaube, das geht gar nicht. Das finde ich ein bisschen... Oh. Okay, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, ich stelle das nochmal um. Warte mal. Sichtfeld war das, ne? Bei allgemein. Ich glaube, ich mache das mal wieder so auf 5... Auf 7... Ja, das ist, glaube ich, besser. Das war schon ein bisschen sehr weit weggezogen. So, hier ist noch Gestein. Würde ich das noch mitnehmen? Oh, wir müssen trinken. Oh, oh. Ich nehme noch diesen Stein hier mit. Alter, aua, Alter. Was war das denn? Dann müssen wir jetzt erst zurück. Ob man bei der Seemotte wohl auch irgendwie Greifer anbringen kann später? Also ob man die vielleicht irgendwie erweitern kann? Weil unten in der Mitte sind ja so 4 Slots.
Das wäre halt mega. Wenn man so aus der Seemut heraus halt einfach so, ja, so Steine abarbeiten kann, das wäre halt klasse. So. Au, ich habe mich selbst angefahren. Hallo? Komm mal her. Na, bleib doch. Alter. Dann nicht. Aus dir mache ich eine schöne Handtasche. Komm her. So, erstmal Essen, Trinken organisieren. Komm her, du Boomerang. Hui. Da hat's gerade geknallt zwischen den Tieren. Was hier aber auch los ist, so mit der Tierwelt, finde ich halt echt krass. Die ich hier mal eben schnell wegesse. Da unten kann man bestimmt eine Luke hinmachen, unter unserem neuen Gebäude. So. Dann lass doch mal gucken. Nahrung, trinken. Ja. Ich muss trinken. So, Nahrung. Jo. Gepökelte Nahrung. Kann ich auch herstellen. Alter, geil. Kriegen wir zwar Durst von, aber... Gucken wir mal. Gepökelte Nahrung. 21 Nahrung. Das gibt nur 8. Alter Schwede. Wir müssen zwar trinken wie ein Wallach. Gekochter Boomerang. Die Frage ist, wann verdirbt das, den gekochten? Dafür ist also die Salzablagerung. Brauchen wir nochmal diesen Blasenfisch, brauchen wir nochmal. Schmiermittel, weil wir gerade die Blumen gesammelt haben. So, Kupferdraht können wir auch nochmal herstellen. Brauchen wir ja für die Schilder, ne? Stell ich Kram mal eben her. So. Und 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schilder können wir herstellen. Ich glaube, reicht, ne? Oder? So, ich würde mal den Blasenfisch nochmal sammeln, damit wir nochmal ein bisschen Getränke holen können, machen können. Wenn ich einen finde und sehe. Bin gespannt, ob da noch irgendwie anders eine Möglichkeit ist mit Trinken und Essen später. Da man das irgendwie hinbekommt. Also eine Alternative dazu. Quitsch, quitsch, quitsch. Ah, Blasen. Oh, hallo. Ich sehe euch. Komm her. Flupp, flupp. Ab in mein Täschchen. So. Ist ja auch Gestein, weil ich jetzt gerade hier so einmal lang düse. Da ist wieder so ein Ding, ne? Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Aber gab's da nicht irgendwie Schwefel drin in diesen Dingern? Ah, ich wusste es doch. Da war doch Schwefel drin, genau. Blasenfisch, da ist noch einer. Schwupps. Sieht ein bisschen aus wie Big Daddy da hinten, ne? Bioshock-mäßig. Ach, schön. La 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 la. Unter dem Meer. So. Dann lass mal eben was zu trinken machen. Desinfiziertes Wasser. Chlorbleiche, was? Da brauchen wir Chlorbleiche für. Haben wir gar nicht. Oder können wir Chlorbleiche herstellen? Ich glaube nicht, ne, oder? Grundmaterialien? Elektronik? Persönliches? Nee.
Geräte. Ne, können wir nicht herstellen. Huch. So, dann trinken wir mal. So, wieder voll aufgefüllt. Ich würde sagen, wir gehen mal die Schilder anbringen. Dazu brauche ich wieder mein Gerät hier mit der 4. So. Also, was hatten wir gesagt gehabt? Nein, 4. So, was hatten wir gesagt gehabt? Schild hier oben hin und größer. Viel, viel größer. Komm nicht dran. Doch, da. Technik. Technik bei Technik. Nein, nicht das Dings. Nein. Oh. Okay, Reparaturwerkzeug. Gut. Das brauchen wir jetzt sowieso gerade nicht. Aber wir können ja hier quasi... Ja, hat er ja richtig gemacht. In Technik rein. Trotzdem würde ich aber gerne das Schild noch einmal bearbeiten. Und zwar einmal den Pfeil nach unten. So, und größer natürlich hätte ich es gerne. Hallo? Ich, So. So. So hätte ich es gerne. Dann bin ich da auch auf der sicheren Seite, dass ich das lesen kann als alter Mann. So, was hatten wir gesagt? Hier kommen gemischte Steine rein. Und hier war Essen, ne? Machen wir erstmal hier Essensschild hin. So. Essen. Ah, Essen. Ah, ja, Essen. Essen. So, hier war, glaube ich, Blei, ne? Genau, Blei. Blei. Nein! Ah, was er ist. Ich hasse es. Ich hasse es. Blei. Nein. Größer. Pfeil. Okay. Und hier war Quarz, ne? Quarz. Quarz. Ich um mein Quarz. Ich um mein Quarz. Quarzi, Quarzi, Quarz. So, erstmal größer. Beschwerblinde. Für mich Quarz. Quarz. So, sehr schön. Silbererz hatten wir auch. Das war hier. Da, zack. Zack. Gold. Wir können tatsächlich eine Goldkiste machen. Ne? Wir finden echt viel Gold in der letzten Zeit. Dazu wollen wir nochmal Quarz. Quarz, Quarz. Dann mache ich die Goldkiste... Wo mache ich sie denn hin? Hier? Obwohl hier die Gesteine sind, ne? Müsste normalerweise hier stehen, oder? Oder ich schrie ich den Spind an, wenn das geht. Kann ich die nicht so hinstellen? Ah, dann kann ich nichts an der Wand anbringen, ne? Ah, da geht er. Vor der Scheibe geht er natürlich. Natürlich. Du willst wieder aufäppeln, ne? Da geht er hin. Da, na, da wieder nicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Na, da kann ich mich mit einigermaßen mit anfreunden, so. So, Schild. Das ist natürlich großartig. Da unter der Decke am besten. Na, ist nicht die beste Lösung. Aber immerhin. Dann weiß ich, ja, man kann's erkennen, dass da Gold reinkommt. Das, ja. Gut. Hier war nämlich auch noch Gold. Irgendwie hat man immer in so einem Survival-Game immer so eine Krimskramskiste, ne? Ist das bei euch auch so? Also ich habe in jedem Survival-Game, was ich bisher gespielt habe, immer so eine Krimskramskiste gehabt. Wo irgendwie jeden möglichen Kram reinkam, den ich irgendwie noch nicht verstauen konnte. Ganz komisch. So, Titan und Quarz. Vielleicht werde ich mal ein bisschen so off-stream, also off den Folgen. Also wenn ich neben den Folgen so ein bisschen on the road bin, dann werde ich wahrscheinlich, erst das mal.
alt. Gekochter Bumerang alt. Aber kann ich das noch essen dann? Weil die steht jetzt alt. Hm. Okay. Also neben den Folgen vielleicht ein bisschen farmen oder so. Das wird, glaube ich, ganz gut kommen. So, wichtig kann weg. So, organisch. Dazu brauchen wir auch noch eine Kiste, ne?